Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans. Ich bin hier auf der EICMA, riesengroße Motorradmesse. Yamaha hat natürlich auch einen riesengroßen Stand hier. Und ich muss schon sagen, ich finde das ein bisschen unfair, dass vom Publikum natürlich eher die R1 nicht nur wahrgenommen wird, sondern begeistert wahrgenommen wird und diese R3, auf der ich sitze, eigentlich links liegen gelassen wird, weil das ist ein ebenso sportlich aussehendes Motorrad. Es hat jetzt nicht unbedingt 200 PS, aber es macht sicher unglaublich viel Spaß, mit der R3 zu fahren, YZF R3, weil 42 PS passt, 169 Kilo Gewicht, ein Motor mit 321 Kubik, das heißt, das macht offensichtlich wirklich Spaß, das macht so viel Spaß wahrscheinlich, dass man nicht Angst hat, sich weh zu tun. Und der große Vorteil der neuen R3, sie schaut einfach auch irrsinnig sportlich aus, das heißt, sie passt perfekt in die Riege der Supersportler von Yamaha R6. R1 schaut jetzt natürlich ein bisschen anders aus, aber so wie die R6 wirkt eigentlich auch die R3 sehr sportlich. Und dass sie extrem sportlich auch wirklich ist, zeige ich euch jetzt, weil jetzt mache ich was, was ich auf einem echten Motorrad noch nie geschafft habe. Also auf einem größeren. Ja, waren die Reifen wohl doch noch nicht ganz warm.